Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK, wieder mit dabei der Pla. Hallo. Und wir sind in der Winterwunderlandschaft und haben uns hier mal ein kleines gemütliches Feuer angemacht. Ja, und dann haben wir jemanden getroffen. Wir haben endlich mal jemanden gefunden, mit dem man sich vernünftig austauschen kann, mit dem man seine Probleme besprechen kann, der einen versteht, der auf der gleichen Wellenlänge ist und nicht immer meckert oder irgendwie hier entgegenspricht oder halt widerspricht, genau. Und zwar haben wir hier unseren Freund gefunden, den Ötzi. Ich habe mich so erschrocken, als der da lag. Du hast es erstmal nicht gesehen. Ich habe dann Ja, gesagt, guck mal, was da liegt oder wer da liegt. genau. Ötzi. Und wie gesagt, der kann echt gut zuhören. Ja, das ist Wahnsinn. Und ist echt angenehm, mit ihm Gespräche zu führen. Man kann jedes Problem kann man ihm anvertrauen, alle Geheimnisse kann man ihm Genau, der anvertrauen. plaudert Er nichts aus, ja. plaudert nichts aus, ja. Sieht auch ein bisschen aus wie der Silver Surfer, gell? Ja, dem Typen geht's leider nicht so gut. Wir sind halt hier vorbeigeflogen und haben diese Hammerhöhle entdeckt. Und Wir haben jetzt schon sind. gedacht, das wäre der Eingang zu der Schneehöhle, die angekündigt wurde, die neu kommt. Aber das ist nur so ein kleines Vielleicht wird ja Schnitzel noch mal was sozusagen. draus. So, und wir haben hier unsere Trittbasis aufgestellt und die wollen wir euch gerne vorstellen und eine kleine Roomtour machen und danach geht's ans Fangen und Jagen und Zähmen von Wölfen. Genau. Wir haben jetzt aber hier nicht so viel aufgefahren, also nicht so viel wie in der letzten Ding. Wir haben gesagt, wir wollen eigentlich eher eine Berghütte bauen. Wir haben hier auf jeden Fall ein bisschen ein Gebiet abgesperrt für uns, dass hier keine Tiere reinkommen, wobei die von oben trotzdem reinkommen. Da haben wir aber Spikes hingebaut. Wir haben jetzt hier auch in der Nähe einen Vogel noch gefunden. Den Tori. haben, genau, Tori haben wir den genannt. War Level 79. Der war sogar direkt hier an der Höhle. Und dann haben wir den gezähmt und währenddessen wurde er von einem Skorpion angegriffen. Genau, und dann war leider das Taming nicht mehr ganz so gut, sonst wäre er auf Level 112 oder so gekommen, Genau. ohne irgendwie gelevelt worden zu sein. Und so war er, glaube ich, nur Level knapp unter 198 oder so. Aber trotzdem cool. Ich habe Morgana hergeholt von der Trittbasis aus Metall. Okay, Hilfe. Habe ich den hergeholt und bin hierher gelaufen mit ihm. Mit ihr, Entschuldigung. Und jetzt zeigen wir dann mal unsere neue Hütte. Kann sein, dass oben einer an den Spikes festhängt, dass die Musik jetzt kommt. Könnte Ich habe sein. nämlich Kampfmusik. Ja, bei mir ist er gerade wieder vorbei. Ja, bei mir auch. Okay, ja, also unsere Hütte. Also wir haben jetzt hier gesagt, wir wollen halt so im Berghüttenstil was bauen. Ja, gehen wir mal rein. Warte mal, warte mal. Ich muss erstmal hier die Fackeln anmachen. Jetzt wird es nämlich Genau, langsam stimmt. dunkel und dann sieht das doch geil aus, wenn überall die Fackeln leuchten. Genau. Schon wieder Kampfmusik. Schon wieder weg. Ja, einfach ignorieren jetzt hier. Okay, also wir kommen hier quasi in den Eingangsbereich. Die Tür machen wir mal zu. Ja, machen wir mal zu. So. Der Eingangsbereich hier ist sozusagen mehr oder weniger die Küche. Wir haben versucht, das mal aufzubauen wie ein richtiges Haus. So mehr oder weniger hier ist quasi Küche und Wohnbereich. Da haben wir was zum Kochen hier. Hier hat man ein Lagerfeuer zum Fleisch kochen. Hier hat man was zum Eisen kochen und Öl machen. Kühlschränke. So, dann haben wir unseren Affen geholt. No. Und dann haben wir ein paar hübsche Gemälde. Finde ich total geil. Ich kann dir mal in die Kommentare schreiben, ob irgendjemand weiß, wer das ist. Ob das jemand nicht weiß, das bezweifle ich mal. So, dann haben wir hier unser Schlafzimmer. Mehr oder weniger. Zwei Betten, eine Fackel, wenn es kalt wird, ein Stuhl, wo man seine Klamotten hinschmeißen kann. Genau, und noch ein schönes Bild. Könnt ihr auch gerne reinschreiben, wenn jemand weiß, wer das ist, wie er heißt, aus welcher Serie er kommt. Da ist sogar schon ein Hinweis auf dem Bild, auf dem Bild drauf. So, genau, dann haben wir hier so eine Art Maisonette-Wohnung gebaut. Kann man hochgehen. Oben ist dann so die Werkbank. Da ist dann Smithy. Wir haben jetzt extra auf einen Fabricator und Elektrizität verzichtet, weil wir gesagt haben, okay, hier, das soll wirklich so ein bisschen Berghütte-mäßig bleiben. Man kann Und dann haben wir hier rausgucken. Materialzeug und den Smithy. Genau, wir haben hier ein paar Fenster eingebaut, wo man rausgucken kann. Schönes Rote Meer. Nachts sieht zwar cool aus, einfach nur schwarz. Genau, hier so wie gesagt, so eine Art Maisonette-Wohnung, wo man dann von oben runter gucken kann. Hier noch ein bisschen Storage-Zeug mit Fenstern auch zum rausgucken. Und
Dann haben wir hier noch einen kleinen Balkon, auch wieder mit einem Bild. Ach ne, genau, hier hängt noch ein Bild, da könnt ihr auch mal gucken. Das werden wahrscheinlich nicht so viele kennen. Das ist leider auch nicht ganz so gut rausgekommen. Ja, leider nicht so, ne. Und dann halt hier noch draußen noch ein Bild, das dürften aber wieder einige kennen, was es ist. Auch wieder Name, vollständiger Name, entweder in Japanisch oder in normal, wie wir es halt kennen. Und natürlich die Serie, wie sie heißt. Genau, hier bin ich, gehen wir wieder kurz zurück, hier bin ich mal gespannt, ob jemand weiß, wie der heißt. Die Serie werden wahrscheinlich viele kennen, aber wie der genau heißt, da bin ich mal gespannt. So, und dann haben wir hier draußen noch eine schöne Bank, wo man sich dann irgendwann vielleicht hinsetzen kann und dann einfach ein bisschen chillen kann, genau, ja. Ja, und dann, geht's auch nach draußen zum Balkon. Genau. Na? Terrasse, Entschuldigung. So, Terrasse, genau. Ja, hier mit Überdachung ein bisschen, also, finde ich, haben wir echt gut, ist uns echt gut gelungen. Eigenlob stinkt zwar, aber ich finde es trotzdem echt gut. Sieht hammermäßig aus. Genau, und dann kann man hier runter. Und dann, vielleicht müssen wir noch die ein oder andere Säule hinbauen, damit es optisch ein bisschen schöner aussieht, aber ansonsten echt gut. Jo, ich bin begeistert. So. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Und zwar haben wir ein bisschen was vorbereitet. Es ging so hoppladihopp. Als wir Morgana holen gegangen sind, haben wir einen Wolf entdeckt. Der war Level 75. Den haben wir geschnappt, weil mit den Vögeln kann man die greifen. Haben vor unserer Hütte schnell ein Gehege gebaut und haben den da reinplumpsen lassen. Ja, und den werden wir uns jetzt holen und danach mal sehen, ob wir den überhaupt kriegen oder ob wir den aus Versehen totschießen. Mal gucken. Ich habe jetzt Pfeile dabei. Hast du Fleisch da? Ja. Ja, ein bisschen was, ich habe nicht gar nichts. Warte, ich schmeiß weg. Ich habe es weggeschmissen. Dankeschön. So, ich bin ausgerüstet mit einem Bogen, mit allem eigentlich, mit Narkotiks und blabliblub. Und jetzt machen wir es uns ein bisschen einfacher. Mann, das nervt gerade ein bisschen. Vielleicht kommt es auch von dem Bogen, aber eigentlich kann es ja nicht sein. Der greift schon niemanden an. Ist egal. So, der Bla wird mich jetzt gleich nehmen. Ja, genau, ich werde dich gleich nehmen. Aha, oh mein, warum? Doch, da oben ist wirklich, da oben greift wirklich jemand in. Die Spikes an? Ja. Wer denn? Was denn? Ein Wolf. Level? Na Gott sei Dank habe ich die gebaut, hä? Level 2. Ja, oh Gott, der müsste eigentlich voll drauf gehen. Eigentlich müsste der drauf gehen, ja. Dann machen wir kurz tot und dann. Was will ich mit einem Level 2 Wolf? Aber doch echt schick. Echt schick. Bin so. Ich ganz so stolz auf uns. So. Und jetzt nehmen wir dich. So. Und das Teil habe ich gezimmert. Ich weiß, es sieht total knackt aus. Es tut mir leid. Ich war in Panik und es musste schnell gehen. Und alles. So, und deswegen werde ich jetzt den da hier so. Falls du noch Pfeile brauchst, ich habe jetzt noch Pfeile in Asuna reingelegt, weil der Wolf ist Level 72, glaube ich. Und er nimmt Karno-Kippel, aber da wir keinen Karno haben und keine Karno-Eier haben, müssen wir nachher noch Primeat sammeln. Aber ich glaube, da vorne war ein Mammut irgendwo. Da ist ein Mammut, also da haben wir schon mal. Da ist noch ein Mammut, also haben wir sogar auch Pelz noch. Für das zweite Ding. Für die zweite Pelzrüstung. Greift er die Wand an? Ja, vielleicht kommt das auch das Geräusch, keine Ahnung. Der soll sich doch zufrieden geben, weil der hat jede Menge Platz. Hallo? Na, hast du ihn bald? Ich warte halt immer ein bisschen. Ich will nicht, dass der da, da stecken voll viele Pfeile schon drinne. Soll ich die fallen lassen? Und dann? Fallschaden. Oh, wow, danke. Drinnen landen würdest du ja nicht. Bitte nochmal. Ich sag, drinnen landen würdest du ja nicht. Weiß ich nicht. Oh Gott, der hat mich gesehen. So ist natürlich, angenehm, Wolf zu jagen. Ich meine, das ist natürlich total easy und billig, sage ich mal. Deswegen gehen wir nachher gleich nochmal los und jagen nochmal richtig Wolf. Voraussetzt, wir haben da noch genug Pfeile übrig. Ich glaube, ich habe einen Bug. Warum?
Weil meine Pfeile nicht weniger werden. Der hat zwar Pfeile drinne, aber mein Bogen geht kaputt. Nicht, dass es wieder so ist wie beim... Wir haben schon mal jemanden gejagt und da hat es dann genauso angefangen und dann ist er totgegangen und es hat überhaupt nichts gebracht. Lass mich mal runter. Ich... keine Ahnung. Ich probiere nochmal jetzt zu schießen. Nee, ich glaube, ich habe einen Bug. Scheiße. Willst du es denn? Wollen wir lieber dann tauschen? Ja. Hoffentlich habe ich ihn jetzt nicht tot gemacht. Gib mir mal deinen Pfeil, weil ich habe nur den Crossbow und der ist zu stark. Dein Bogen meine ich. Also ist es uns auch gegangen mit der Bazooka, mit dem T-Rex. Hilfe, wo bin ich? Ich sehe leider nichts. Ich steck in dem Vogel drin. So besser? Jetzt besser. Du musst mir sagen, wenn ich noch ein bisschen justieren soll. Jetzt ist ja keine Ahnung. Keine Ahnung. Also bei mir werden es weniger. Okay. Man sollte halt immer nur so 4 Sekunden warten, dass die Wirkung von dem von der Betäubung auch wirkt. Und man sieht ja, wenn der kurz vorm Exitus ist, vom Bluten her sieht man das ja. Ich will den unbedingt haben. Das Gute ist, wenn die Vögel nur so stehen bleiben, dann verlieren sie nicht ganz so viel Stamina. Das können die extrem lange machen. Mhm. Wobei die haben ja auch 2000 Stamina. Asuna auch schon? Weiß ich nicht, guck doch. Gute Idee. Ich habe Angst, jetzt irgendwas zu drücken. Nein, nur 1600. Das ist aber auf jeden Fall schon mal nicht wenig. Und ich sehe gerade hier drüben backen die neuen Rentiere fest. Ein Schwein und ein Rentier. Ein Mädchen. Genau, das sind jetzt auch noch dazukommen mit dem Update 217. Die haben keine Hörner, also ich finde, die sehen total dämlich aus. Die Männchen sehen so majestätisch aus und die Frauen sehen so... Meh. Sieht aus wie eine Kuh. Ja gut, ist ja auch eine Kuh. Ja. Aber es ist nur Level 5. Jetzt wird er langsam etwas blutig. Hm. Sondern es geht doch endlich... Geht doch endlich down. Ist eiskalt. Ja. Ich verliere auch schon Leben. Das ist halt das. Also erstens diese Ausrüstung, diese Pelzmäntel, also die jetzt ist er, jetzt ist er. Er ist. Die kannst du runterlassen. Unglaublich, unglaublich schwer. Also wenn du da nichts auf Gewicht gegeben hast, dann kannst du damit überhaupt nicht laufen. Ja, die sind echt schwer. Das hat mich auch gewundert, ja. Also jetzt reißen wir hier die Wand ab. Ich hole mal kurz Primate. Wand eingerissen. Und jetzt schnell Narkotics reinschmeißen. Und dann warten, dass Bla das holt. Jupp. Ja. Ich glaube, das Mammut hat ein hohes Level. Ne, 13. Okay, dachte. Jetzt darf halt hier auch keiner kommen. Aber man kann die mit G, kann ich die ziehen, oder? Ja gut, Mammut vielleicht nicht gerade, aber kleinere Tiere kann man mit G, wenn man G drückt, ich weiß nicht, ob man es gedrückt halten muss oder nur einmal drücken muss, kann man die ziehen. Ich weiß halt nicht, ob das nur für Kadaver, also für Leichen zählt oder auch für Betäubte. Also bei ihm passiert nichts. Das Mammut hat mir jetzt kein Primate gegeben. Mistkerl. Echt, voll geizig. Da war doch gerade noch ein anderes, oder? Ist es jetzt ins Wasser? T-Rex! Mach ihn tot! Welches Level? 44. Oh. Naja, gibt's schon höhere. Ja, aber ist nicht schlecht. Das mit dem Vogel hat mich so geärgert. Da waren...
Da waren Kanos, da waren Raptoren. Ich habe alles getötet mit dem Vogel, weil ich sie immer so gut gesehen habe. Weil da waren halt keine Bäume, das war nur eine Schneelandschaft. Da hat man die echt gut gesehen. Und dann kam dieser verdammte Skorpion und den habe ich nicht gesehen. Der ist hinter irgendwelchen Felsen vorgekommen und war so schnell und hat dann den Vogel halt gleich angegriffen. Und ich habe dann noch mit der Spitzhacke raufgehauen, mit dem Speer raufgehauen und hatte so Angst, dass ich den Vogel dabei auch noch treffe. Also das war echt, das hat mich echt voll. Ich habe alles getötet, was da rumhang. Und dann bei dem blöden Skorpion. So. Was mache ich? Was mache ich jetzt? Zwei Primate nur. Ich glaube, ich müsste dafür Ding nehmen. Was hat denn der für Damage? 395. Level 72. Voll geil. Okay. Ich habe jetzt mal, ich glaube, es kommt nämlich auf Damage drauf an, wie viel Primate man rauskriegt, weil ich habe jetzt hier nur zwei rausgekriegt und das ist eigentlich auch wenig. Okay. Ich habe so Angst, dass was kommt. Boah, du bist ja schon da. Hilfe, wie so ein Ninja. Jetzt auch schnell wieder los, neues Primate holen. Irgendwo muss ich Primate herkriegen. Weil er hat nämlich schon eins davon gegessen und dann ist nur noch eins da und das gibt halt leider nicht ganz so viel Effektivität. Ja, aber wir haben halt leider keine Kano-Dinger. Ja, 35, wobei, bis jetzt Mammuts, Level plus 35. Mammuts müssten ja eigentlich hier drin, hier viele drin sein. Viele da sein. Überlegt mal, der ist Level 72. Jetzt kriegt er 30 Level plus. Dann ist er schon mal Level 100. Dann ist er Level 102. Und dann nochmal 5 Level. 107, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ich habe jetzt leider nicht mitgerechnet, weil ich hier gerade gucke. 107 müsste es sein. Wäre doch genial, oder? Das wäre echt geil. Aber mit nur Primate geht es auf jeden Fall noch runter. Der hat schon wieder was gefressen. Ja, dann Fleisch ist noch drin, also dürfte auf jeden Fall nicht das Taming zurückgehen, aber wie gesagt, ist halt blöd, weil sobald er normales Fleisch isst, ist halt geht die Effektivität runter. Dann beeil dich. Ja, ich finde leider nichts. Ist vielleicht irgendwo ein Bronto auf der anderen Seite. Da drüben. Nee, das ist nur ein Stein, sah aus wie ein. Da ist ein Spino. Wenn du da nichts rauskriegst, ich mach dich kalt. Und drüben ist auch nochmal ein Argentavis. Also, da kriegt man auch manchmal die Dinger raus. Los, nee, beeil dich. Ist ein Stego, aber da kriegt man auch raus. Es ist mir schitte egal, was du jetzt fängst oder jagst oder keine Ahnung, hol Primate. Ja, mach ich ja. Hol schneller! Zwei Primate, das bringe ich jetzt erstmal wieder vorbei. Die Agitavis sind halt leider nicht die schnellsten, ne? Nee, die müssen halt noch. Sie sind halt nicht so wie Garuda und wie Sophie, die wir jetzt übrigens eingefärbt haben. Genau. Aber das. Mal gucken, ob wir das heute noch zeigen. Ich denke erst bei der nächsten, weil wenn wir noch den anderen Wolf zeigen wollen, dann geht's einfach zu lang. So und so. Und dann schnell hin. Aber die ist Level 110 und jetzt hat sie 2000 Leben. Ist eigentlich alles echt gut. Nur Movement Speed muss mindestens 130 sein, bevor sich was ändert. Also bevor man merkt, dass sie schneller werden. Ja, genau. Ja, das ist. Die sind dann nicht ganz so toll wie die normalen, aber dafür können die mehr tragen. Ist die Zeit, die die Primate-Dinger brauchen, gestiegen? Von dem Vergammeln? Der hat schon wieder was gegessen. Beeil dich, oh mein Gott, beeil dich! Ja, hier vorne sind zwei Agentavis. Wir hoffen, dass die auch Primate geben. Aber eigentlich, also die geben definitiv Primate, aber ob die jetzt halt auch welche geben? Ich weiß nicht, sollen wir einen Schnitt machen und ja, zeigen, würde ich sagen, wenn der aufsteht? Genau, ja, das würde ich sagen. Und dann, weil dann ich gehen wir halt wieder ein Jahr. Und ja. Dann bis gleich. Ciao. Ciao. Da wären wir wieder. Und zwar der Pla, der rennt hier rum und sammelt ein bisschen Fiber und Holz, um den Bogen zu reparieren. Genau. Und der Wolfi muss, denke ich mal, noch ein einziges Mal essen. Genau, der hat jetzt noch zwei Primi drin. Wir hoffen, dass es jetzt bei 34 Leveln bleibt. Es ist leider runtergegangen. Ja, wenn es jetzt nochmal runtergeht, dann sind es nämlich nur 33 Level. Ja,
So. La, 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 la. Genau, also. Wie lang schlattert er noch? Ich will, guck mal rein, ich weiß noch. Bei, gut, 2560 ist er, das dauert auch noch ein bisschen, sonst kann ich währenddessen mal den Ding reparieren. Wenn ich das, weil wenn der kaputt geht, währenddessen wäre ein bisschen blöd, ne? Das wäre echt doof. Weil wenn wir den jetzt gezähmt haben, dann geht's natürlich weiter zum nächsten. Wenn wir jetzt hier so einen finden, wenn nicht, dann machen wir wieder so einen kleinen Schnitt. Ja. Und wenn wir dann einen haben, dann seht ihr uns dann wieder. Eigentlich kann ich das ganze Ding hier abreißen, oder? Eigentlich kannst du es abreißen. Ich packe jetzt mal Asuna drin, weil im Prinzip... Aber kannst du es abreißen, du kannst mir tragen, weil ich bin voll mit meinem Inventar. Ich bin aber auch schon relativ voll. Wie gesagt, mit den Klamotten kannst du nichts mehr tragen. Also das nächste, wenn ich steigen sollte irgendwann mal, ich finde, ich level auch so extrem langsam, dann gebe ich mir erstmal was... hast du es gekriegt? Ja. Oh Gott sei Dank. Wie, warum hast du es nicht... Das Bild hast du nicht bekommen? Doch, aber ich habe gedacht, weil du so weit weg bist. Nee, ich stehe direkt daneben. What so, the fuck? Die benennen wir jetzt auch nach einem Vorschlag von aus dem Kommentar. Amuletten, genau. Und zwar Aurora. Ist das richtig geschrieben, oder? Aurora, ja. So. Und man braucht für die keine Sättel, weil man sich an der Mähne festhält. Kann der heulen? Ja, der kann. Geil! Warte, mach mal nochmal. So, das wird das Titelbild. Hui. Kannst du, genau, hopsen? Alles austesten, nicht so, wir testen jetzt immer alles aus. Genau. Oh, auch gar nicht mal so schlecht, hä? Ja, den müssen wir halt jetzt noch leveln, Stamina geben und so weiter. Was passiert jetzt mehr oder weniger beiläufig? Okay, dann hole ich mir noch schnell einen Bogen. Weil meinen hast genau. Du ja jetzt. So. Und den Affen wollte ich eigentlich diese Mütze aufziehen, die wir anhaben, aber das geht noch nicht. Also ich kann sie zwar raufziehen, aber das wird nicht angezeigt. Okay. Da müssen die Entwickler noch ein bisschen was machen. Warte mal. Bereit? Bereit? Nein, noch nicht. Ich weiß, du bist schon bereit. So, so, so und so. Narkotics haben wir in dem Wolf genug drin, gell? Ja. Jetzt komm raus hier. So, okay. Was? So. Ist noch die Fackel an im Schlafzimmer? Kann sein. Ja, toll. So. Und nachher kommen wir zurück, das Haus brennt. Ja, genau, deswegen. Alle Türen zu machen. Habe ich den Herd ausgemacht? Okay, ich laufe und du hoppelst hinterher, oder wie machen wir's? Willst du auf ihm reiten? Ich habe Angst, dass er tot geht. Wie viel Leben hast denn du? Ich habe 300. Ich auch, also dann passt ja. Kannst du. Ich habe einen Speer, mit meinem Speer habe ich einen Alpha T-Rex kalt gemacht, da kann eigentlich nichts schief gehen. Genau, das ist der Glücksspeer. So, dann haben wir mal, dass wir nicht hier umgebracht werden. Ja. Und dass wir noch einen finden, der genauso cooles Level hat. Ja. Ja. Weil zu Fuß ist es dann doch ein bisschen aufregender. Ja, also wenn man halt seine Dinos nicht hat und wirklich alleine kämpfen muss, dann ist man nicht so der Boss, ne? Dann ist es schon ein bisschen gefährlicher. Dann sollte man auch ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ja. Hier oben ist ein Argentavis, ich weiß nicht. Also die Wölfe sind wohl ziemlich stark. Das heißt, wenn hier ein Argentavis kommt, den werden wir wahrscheinlich runterbeißen können. Aber... Da ist ein Wolf. Level? Warte, Level? Der springt, das sind 2, 26 und 7. Töten! Wow, 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 wow! Wow, wow, wow. Halb, Drittel Leben, beziehungsweise Drittel Leben ist weg. Ach du Scheiße! Aber der sammelt gut Pelz. Das ist schön für ihn, aber... Hammer, dann gib ihm Leben. Wie viel Leben hat er denn der Wolf? 1500... Boah, 300 Leben hat es gerade gegeben. Ein Punkt. Haben wir irgendwo Fleisch in den Vögeln drin? 20 Fleisch reicht jetzt hier, oder? Nee, das Problem ist, ich will den aufpäppeln, weißt du? Weil ich jetzt habe nur ein halbes Leben. In den Vögeln ist... Ja, lass mich hier alleine.
Das Problem ist, dass er jetzt auch schwer wird wegen dem Pelz wahrscheinlich. Ja, dann gehen wir mal. Du kannst noch. Was, du schmeißt jetzt keinen Pelz weg, oder? Nein, das ist Leder, Leder. Okay. Wahrscheinlich haben wir demnächst auch voll viel Pelz und sagen, oh, Pelz brauchen uns den Scheiß. Und dann ist mal alles weg. Aber jetzt ist es gerade noch total wichtig. Ich packe mal alles, was unwichtig ist, beziehungsweise was ich nicht brauche für die Jagd, packe ich mal alles in Schränken, falls ich tot gehe, dass es mich nicht ganz so ja. heftig trifft. Ich muss gucken, was dabei? Den Crossbow könnte man wegtun, weil ich habe jetzt einen normalen Bogen. Ja, also ich mache auch meine Armbrust weg, weil die, ja, also, ja. Wir rüsten uns nochmal kurz ein bisschen auf und dann sehen wir uns dann wieder, weil sonst dauert es zu lange, oder? Genau, ja, bis gleich. Ciao. Da wären wir wieder. Und zwar sieht es hier so toll aus, dass wir gedacht haben, wir müssen euch das einfach mal zeigen. Das ist unser schöner schwarzer See. Das sieht, also ich finde es echt toll. Und hier sind sogar, also Öl ist, steht hier rum. Die, hier sind auch ein paar Kristalle, die leuchten auch im Dunkeln, klar, so wie in den Höhlen. Und Perlen sind sogar da hinten. Da unten glitzern sogar Perlen. Genau, also einmal an Land sogar. Und da unten... Da unten sieht man es auch so ein bisschen an dem einen Felsen. Da sind sogar welche im Wasser. Also die gibt es dann hier jetzt sogar auch in der Nähe. Braucht man gar nicht so tief tauchen. Da hinten sind halt auch nochmal Kristalle und so. Und das ist einfach schön. Wir warten jetzt gerade einfach noch, dass Fleisch gebraten wird, damit wir noch genug zu essen haben, weil sonst verhungert man. Und dass es wieder hell wird. Und dann geht's los. Und das war jetzt nur so ganz kurz, damit wir mal zeigen, wie schön es hier eigentlich aussieht. Genau, weil normalerweise sind wir eher am Tag unterwegs oder kriegen das immer so hin, dass es halt ja, am Tag ist, ja. Genau. Oder wir machen einen Schnitt, wenn es dunkel ist, weil es ist wirklich, also wenn man hier ein bisschen rausgeht und keine Fackel dabei hat, ist es nachtschwarz. Du siehst gar nichts. Du kannst den PC so hell drehen, wie du willst, ihr würdet nichts sehen. Deswegen machen wir das immer. Ja, also, dann dürfte jetzt langsam mal wieder hell werden und dann sind wir wieder zurück. Ja, ich glaube, es wird schon ein bisschen, oder? Sieht schon ein bisschen. Da hinten kommt vielleicht schon die Sonne. Keine Ahnung, wo die Sonne hier hinkommt. Ich kenne mich mit den Himmelsrichtungen nicht so gut aus. Ja, ein bisschen dauert's noch. Okay. Also bis nachher. Also, genau. Ciao. So, da wären wir nochmal. Und zwar ist es jetzt langsam hell geworden. Die Sonne küsst die Eisschollen hier vor uns und es sieht auch wieder total magisch aus. Also Grafik von Ark ist einfach unglaublich. Ja. Ja, da es jetzt hell ist und wir endlich mal wieder ein bisschen was sehen, schnappen wir uns jetzt unseren Wolf. Der inzwischen auch ein bisschen gelevelt hat, durchs genau, Umstehen. Genau. Wir haben bis jetzt alles auf Leben gegeben, weil wir haben ja gesehen, dass wenn der von jemandem... Oh, wir haben ein Argentavis-Ei. Entschuldigung, war abgelenkt. Wo ich in Preserving bin. Wir haben ja gesehen, dass wenn er angegriffen wird, er ziemlich schnell Leben verliert. Deswegen wird er jetzt erstmal ein bisschen auf Leben gelevelt. Genau. Wir haben alles Unwichtige oder was auf was wir verzichten können hier gelassen. Und falls wir tot gehen, ist es dann nicht ganz so tragisch. Es wäre halt tragisch, wenn natürlich der Wolf auch stirbt, ne? Das wäre ziemlich doof. Ja. Also gehen wir mal gerade wieder in die Richtung, weil die Richtung war ja eigentlich, denke ich mal, ganz gut. Ja. Und dann schauen wir mal, ob wir da jetzt einen finden. Nochmal. Meistens sehe ich die nicht, meistens höre ich die vorher. Ich habe auch letztens, als wir hier standen, habe ich halt irgendwas gehört. Und dann der Plan, nein, da ist nichts, das war der Wind. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe ein neues Rennen, ich habe das Renntier gehört, ich habe das neue Tier gehört. Nein, nein, hier ist niemand. Und so 2 Minuten später rennt da wirklich dieser Hirsch rum. Und ich, ha. Tja, gutes Gehör. Mhm. Ich bin schon so paranoid, wenn hier irgendwas knackt oder so, das ist echt schlimm. Ja, ich denke auch ab und zu, wenn ich den jetzt hier höre, also auf dem ich reite, denke mir, oh, ist jetzt einer in der Nähe? Und hier gibt's auch ab und zu mal so Schneestürme, dann wird's hier richtig laut, dann heult der Wind so. Ja, da oben ist wieder der Argentavis. Ja, aber die waren gerade am Boden, die greifen da irgendwas an, das heißt, da ist vielleicht sogar ein Wolf, da hinten ist ein Mammut. Das Blöde ist, hier sind überall so Hügel, ich sehe nicht und so. Da ist ein Hirsch. Warte mal, ich guck, wie viele Level. Level 5, ja, kannst du knicken. Kann ich töten?
Müssen wir nicht unbedingt. Okay. Gehen wir mal hier links lang ein bisschen. Ja, denk dran, ich bin keine Bergziege. Ja? Ich geh schon mal zurück. Level 5 T-Rex. Jetzt weiß ich nicht, ob der Wolf den so gut schafft. Also Säbelzahntiger hätte ich kein Problem, aber Wolf? Wir können die halt noch nicht einschätzen. Wir haben mit denen noch nichts gemacht. Wir wissen nicht, wie stark die sind. Ja. Sollen wir mal probieren? Wenn nicht, dann renn weg. Ist auch egal, wenn ich sterbe, ist total Schnurz. Ja. Ich stehe hier rum, wie bestellt und nicht abgeholt. Oh Gott, ich will ein Tier haben. Warum renne ich eigentlich hier rum? Warum sitze ich nicht auf dem Vogel? Verstehe ich kaum. Oh fuck. Aha, das klingt total toll. Ich bin gerade ziemlich tief runtergefallen und hatte Fallschaden. Und jetzt kommen Wölfe. Level 41 Wolf. Den habe ich jetzt getötet. Wäre nicht schlecht gewesen, aber ich denke, ab Level 50 können wir einen nehmen, aber drunter willst du, glaube ich, keinen. Nicht wirklich eigentlich. Also eigentlich möchte ich einen. Der genauso gut ist. Genau. Ich finde es nur geil. Trotz, dass man Kopfhörer auf hat, hört sich das an, als ob es irgendwie von hinten kommt. Das Bellen. So, jetzt muss ich erstmal wieder zu dir kommen irgendwie. Hier ist ein Vogel. Und ansonsten im Moment noch ganz cool. Na, komm zurück. Ich lauf zu dir. Siehst du mich? Ja. Da kommt ein Vogel auf dich zu. Ich weiß, ich hab den angegriffen. Ich hab ihn tot gemacht, ich bin so cool. So, der hat jetzt noch ein Level-Up, was gebe ich ihm? Nochmal ein Leben? Musst du wissen, wie stark ist er angeschlagen? Haben die Wölfe dich irgendwie fertig gemacht? Nee, ich gebe ihm jetzt Damage. Nochmal okay. Damage. Boah, ich kann drei Level abgeben. Warte, dann gib zweimal Damage und dann gib wenigstens noch entweder einmal Stamina oder einmal zu Leben. Spät. Ach, du bist doch unmöglich. Der kriegt gleich schon wieder ein Level-Up, also von daher. So. Wo lang jetzt? Ich geh jetzt einfach mal hier hoch. Da kann ich nicht hoch, okay. Oder sollen wir erstmal mit den Vögeln rumflattern und gucken? Ich weiß nicht. Also, zu Fuß. Wir müssen je nachdem, wie weit wir mit den Vögeln wegflattern, sehen wir halt besser, dann bist du wieder dahin gerannt bist, wo die Wölfe waren. Also ich glaube, am einfachsten die Wölfe zu farmen oder zu jagen ist echt, mit den Vögeln hinzufliegen, die einen auszusuchen und den dann zu greifen und irgendwo hinzustellen, wo du es haben möchtest. Ja. Definitiv, das ist auf jeden Fall das Einfachste. Weil so, da muss man jetzt aufpassen, weil sonst geht's da steil runter. Ja, denk dran, ich kann nicht so... Ja, ich weiß. Wir müssen wieder zurück ein bisschen. Da geht's nicht mehr wirklich weiter, finde ich. Okay. Mein verbraucht ihr so viel Essen, weil es so kalt ist. Wir können ja nachher auch abwechseln, weil ich verbrauche jetzt den Fall kein Essen, weil ich nicht rennen muss, weißt du? Können wir nachher tauschen. Ist halt blöd, dass man die sieht mir von weitem auch nicht so gut. Nicht so wirklich. Da verschwindet ein Mammut im Boden. Ich würde sagen, wir gehen mal vielleicht wieder runter Richtung Wald. Okay. Da waren ja vorhin auch welche. Sieht cool aus. Majestätisch? Mhm. Das sieht nicht so cool aus. Echt? Ja, du hast mit deinem Arsch warst du im Schnee drin, im Berg drin. Achso, okay. Ist ja alles weiß in weiß, gell? Und grau und ja, so. Ja, und wenn jetzt die Sonne so raufknallt, dann bist du hier richtig schneeblind. Boah, das ist richtig schlimm, wenn man aus dem Haus rausgeht. Dann ist erstmal nur. Da ist ein Wolf. Hast du ein Fernglas dabei? Level 26. Wo? Hier unten. Ganz da hinten der, oder was? Ja, er wartet in zwei. Level 26 und Level 18. Ein brauner und ein braun-weißer. Da ganz hinten ist noch meiner. Ich sehe nur eine Kuh, Level 10. Level 23. Ja, dann machen wir mal Platz für neue, würde ich sagen. Ja. Die dürfen wir jetzt hinkriegen, eigentlich. Zumal wir jetzt auch ein bisschen auf Damage noch gemacht haben. Wir? Wenn denn du? Ja. Ich krieg hier gar nichts hin. Ich hoffe nur, dass mich hier keiner von links oder von rechts anknabbert.
Wo ist jetzt der dritte? Der kommt von links. Ah. Ha, bin ich gut oder was? Und wie geht's dir? Ein Drittel ungefähr. Aber ich habe jetzt auch Fleisch, jetzt kann ich dem wieder was geben. Oh, ich glaube, die geben Prime Zucker. Und eine Axt, eine Metallaxt. Aber eine Standard-Metallaxt. Hm. Da drüben ist noch eine Kuh. Ja. So. Sieht nicht so. Weiß nicht. Also immer, wenn wir aufnehmen wollen, dann ist kein Schwein da. Naja, es sind schon welche da, aber die sind halt low level. Level 10. Die habe ich vorhin schon gesehen. Oh, da hinten läuft einer. Das ist ein schwarzer, warte. Warte, wo kommst du her? Level 7. Hm. Aber der sieht hübscher aus. Aber Level 7 kannst du vergessen. Ja. Wie, warum läuft hier eine Schildkröte rum? Ich habe keine Ahnung. Tja, da hinten ist Langhals. Hm. Hier oben rennt noch einer rum. Oder was ist das? Ja, rennt irgendwas rum. Ich hab's nicht gesehen, die sind verschwunden, war aber. Kannst du nicht sagen, ob es ein Kano war oder. Nee, das ist ein Vogel und noch irgendwas. Level 31 Vogel. Der hat irgendwas da gerade gemacht. Mhm, ich seh's, ich war da links, gell? Hier steckt ein. Triceratops. So. Jetzt ein Snowboard wäre geil, oder? Ja, das wäre cool, ja. Ich kann zwar nicht fahren, aber es sieht cool aus. Also nicht, wenn ich fahre. Weil du ja nicht fahren kannst. Ja, wenn andere fahren, sieht's cool aus. Okay. Da das Video aber sonst 4 Stunden irgendwie... Oh, da ist nochmal ein Wolf, warte. Da ist ein Dillo. Kriegt die so schwer rein. Oh, da hinten, da unten. Die beim Ding, meinst du? Nee, beim unterm Littlefoot. Unter dem hier, der Belt. Level 7. Und da hinten ist ein Affe. Den greift er jetzt an? Niete, ja. Level 59. Level 59 Affe. Ach, naja, wir haben größere. Also, wir haben ja schon welche, die sind Level 100. Ja, aber wenn du den jetzt tamest, dann kriegt der schon so seine 100 irgend sowas. Der Wolf geht drauf. 100 pro geht der Wolf drauf. Wir können ja Wetten abschließen. Ja, der Wolf geht drauf. Ich sag, der Wolf geht drauf. Ja, genau. Ich hab gewonnen, so. Da ist ein Dino. Level was? Ah, komm, Level 20. Ich hab gelesen, 120, deswegen hab ich gedacht, hey. Das wäre ein bisschen arg viel, ja. Ja. Ich hab irgendwo einen Satz angefangen, aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Also, wir können jetzt mal hier bei dem Gletscher noch entlang laufen und gucken, ob wir da noch einen finden. Und sobald wir einen finden, sind wir wieder da. Genau. Also dann, bis nachher. Bis gleich. Willkommen zurück. Und zwar sind wir jetzt, weiß noch, gefühlte 2 Stunden hier rumgeirrt und haben nichts gefunden. Dann sind wir mit den Vögeln losgeflogen, haben ein Level 56... 59. Wolf erwischt, haben den hier hingeschmissen und den werden wir jetzt aber trotzdem so fangen, wie man das eigentlich macht. Aber das war, also komm, wir haben die ganze Zeit nur Level 2 und Level was weiß ich was gefunden. Einmal war einer mit 56, den haben wir, oder ne, 65, den haben wir aber zu spät gesehen, dann haben wir ihn töten müssen, weil er uns angegriffen hat. Beziehungsweise, weil dann auch gerade mehrere Wölfe da war nicht die Zeit abzusteigen und dann noch schnell auf den zu schießen. Den haben wir jetzt da unten und wir wollen mal ein bisschen Action zeigen und nicht immer nur diese von Felsen runter und weißt du geil was, deswegen gehen wir da jetzt mal direkt runter. Und ich gehe zumindest runter, du kannst ja oben bleiben, dass dann zumindest einer safe ist. Ich locke hierher und dann sollte ich sterben, dann ist ja die Leiche wenigstens nicht weit weg. Genau. Und daher, wo ist er jetzt? Ein bisschen weiter noch nach unten. Hier ist Klippe. Da links von dir. Da beim, nach dem Stein. Ach komm, ich komm mit. Ist wieder blind wie sonst was. Da, unten am Fluss. Hä? Unten am Fluss? Ja. Ich schieß schon mal drauf, der hat mich nämlich schon gesehen. Hä, wo ist denn der? Kommt der hier hoch? Ich bin. Der kommt jetzt hier rum, den Felsen rum. Und dann müsste ich ihn... Mist, ist der schnell. Oh, ja.
Hast du, kannst du... Oh, oh, oh. Ja, ich hab schon, Ja, so, und jetzt bin ich tot. Wow. Wow. Ich habe jetzt versucht, ihm noch so viele Pfeile wie möglich reinzuhauen. Habe ich hier natürlich keine Rüstung an, gell? Entschuldigung. Hast du? Ja, ich wollte jetzt kurz bis ein paar Pfeile wirken, wenn die ja nicht töten. Wo bist denn du? Ich hab mich hier irgendwie hochgebackt. Frag mich nicht. Am Fluss. Sieht noch gut aus, oder? Jetzt ist er down, er ist down. Okay, dann kann ich schnell. Er hat mich sogar gefressen, guck mal. Narkotik sind im Wolfschirm. Ich wollte. Okay. Sind deine Klamotten da gewesen? Ja, ja. Wobei eins ist kaputt gegangen. Und zwar. Die Handschuhe sind kaputt. Nee, die Schuhe sind kaputt gegangen. Das heißt, ich friere wahrscheinlich ein bisschen, aber es geht noch. Also jetzt wollte ich gerade über die Höhle wieder reinlaufen. Nee, jetzt kannst du. Jetzt kann man so rein, okay, gut. Also die sind echt Hammer, die haben echt Energie. Ich nehme jetzt den anderen Wolf und oben waren noch zwei Mammuts, die hole ich mir jetzt mal und hole dann das Prime mit nämlich raus. Genau. Und dann geht's Prozedere halt von vorne los, ne? Yep. Also ich habe mich gar nicht hochgebackt, man konnte hier hochlaufen, nur der Wolf hat's irgendwie nicht geschafft. Gott sei Dank. Keine Ahnung warum. Wie viel Lebensenergie hast du noch? Ich war bei der Hälfte, aber jetzt, ich habe jetzt gerade was gegessen, jetzt bin ich wieder beim Viertel. Bist du schon draußen? Dann mache ich nämlich Tür zu, weil... Ja, ich bin schon draußen, ich habe einen Prime nicht. Weil der Ankühler hat zwar 5000 Leben, also den kann man nicht so schnell töten, aber ich möchte nicht, dass da irgendwas reinrennt. Ja, unten am Fluss werden wir. Und hier sind irgendwo Muscheln, aber die sind immer nur, Muscheln? Warte mal. Perlen meinst du? Ja, Perlen, Entschuldigung. Ja, in den Muscheln sind die Perlen. Hier ist ein T-Rex. Toll. Ich fühle mich ja hier so sicher. Mhm. Gegend ist nicht gerade sicher. Nee. Wo ist denn der? Wo liegt denn der da unten? Okay. Und da... Wow, ich hol mir mal kurz was zum Trinken. So. Und zwar hier drüben, links ist ein T-Rex. Der kommt immer näher. Okay, dann mache ich jetzt erstmal das eine Primate hier rein und nochmal normales Fleisch. Warte, ich kann mal gucken, welches Level. Ich will schnell noch normales Fleisch. Level 5. So, und dann hole ich mir mal den T-Rex. Drüben sind Vögel. Da oben drauf, ich sehe ihn, ja. 31. Also ich will ein anderes Fernglas. Ich hasse... Level 49 Sabertooth. Ist aber auch nicht mehr so viel jetzt, ne? Ja, ich weiß, ich habe schon Level 100 Typi, aber... Du, den T-Rex juckt es nicht, dass ich den... Der ist einfach weitergelaufen, jetzt ist er tot. Der kann mir nichts. Nein, ist doch nur ein kleiner Wolf. Der kann mir nichts. Ja, genau. Zack, tot. Also im Moment haben wir 29 plus Level. 59 plus 29, rechnet es euch aus. Ja, ist zwar nicht ganz so duftet wie aber wie gesagt, wir haben jetzt lang gesucht, von daher. Und wir werden bestimmt noch mehrere, also ich möchte gerne mehrere Wölfe haben, weil ich die einfach mitnehmen möchte, damit die mir hinterherrennen und mich beschützen. Ich finde es cool, wenn man so einen Rudel hat. Und ich werde mir auch mehrere Farben holen, weil eigentlich wollte ich das Plan dunklen bekommt und ich habe einen hellen und dann wären wir auch noch Mate boosted, wenn er halt einen Junge hätte. Ja, aber auch mein Gott, man kann sich halt manchmal nicht raussuchen, ne? Aber Pla hatte keinen Bock mehr länger zu suchen. Ja, wir deswegen haben schon lange gesucht. Deswegen nehmen wir jetzt die. Oh, aber in den weiteren Folgen, die noch kommen werden, werden wir dann auch noch mehrere Wölfe haben. Das weißt du auch, was du dich freuen kannst. Genau, ja. Ich finde die Jacke aber echt cool. Also, ich weiß nicht, wie es euch gefällt, könnt ihr auch mal sagen. War schon aufregend. Ja, bin halt gestorben. Ich suche jetzt nur gerade noch irgendwie Mammuts oder sowas, wo man zum Primate rausbekommt. Der Säbelzahntiger hat gewonnen. Gegen? Gegen Argentavis. Okay. Hier hinten ist ein Mammut. Level 65. Das läuft 65? Das läuft auf den Eisschollen, ja. Das dürfte man eigentlich gerade töten, sonst müsste es eigentlich auch noch zähmen, oder? Ja, was willst du hier mit dem Mammut? Holz? Ja, aber wir haben doch unsere Basis schon. Ja, gut, stimmt auch wieder. Großartig, da wird jetzt wahrscheinlich nichts zukommen. Wir wollten, wenn wir jetzt alle Wölfe und so haben und jetzt dann demnächst in den nächsten Folgen
die Hirsche fangen, dann wollten wir die hier reinmachen in unsere Schneehöhle. Und ich möchte hier noch so eine Art Stall reinmachen und haben dann halt die Tiere hier, damit die nicht alle da draußen stehen. Genau. Dann brauchen wir nämlich nicht uns einen extra Unterschlupf bauen, haben wir den gleich Natura. In der Natur. Dann wird die Natur mit eingearbeitet. Genau. Irgendwas war hier. Irgendwas ist hier schon wieder. Warum, was hörst du? Ich glaube eine Kuh. Und ich habe einen Wolf. Achso, das bist du. Ich habe einen Wolf, wollte ich gerade sagen, aber da sitzt ja jemand drauf. Also das jetzt Mammut ist jetzt ins Wasser gefallen. Jetzt, nee, jetzt kommt es wieder raus. Ja, ich sehe es. Ich lock's mal ein bisschen mehr hier in die Mitte rein, damit es. Sehr spannend, der Kampf. Jetzt hat der Wolf auch echt, ich überlege noch gerade, ob ich es jetzt mit der Picke, wobei wenn ich jetzt runtergehe, dann frisst er den ja auch. Da ist gerade ein Wolf ins Wasser gesprungen. Drei Primate. Hast du gehört? Nee, ein Wolf ins Wasser? Ja, ein Wolf ist gerade ins Wasser gesprungen. Ah ja, also. Mein Hunde lieben doch das Wasser, oder? Ja, genau. Nee, ich habe hier wieder einen Hirsch gehört. Aber ich habe bis jetzt auch keinen gesehen. Ja, oben sind welche. Die schnarren so. Erst so komisch und dann macht so Mu. Ich habe drei Primates von dem bekommen. Ganz komisches Geräusch. Und jetzt fängt schon langsam wieder an, schneesturmmäßig. Und dunkel wird es auch noch. Ich finde cool, dass sich das Wasser immer so verfärbt. Erst ist es so ganz blau und dann wird es ein bisschen rot und dann sieht es so blutig aus und dann wird es ganz schwarz. Ich habe dem Wolf jetzt mal einen Punkt auf Gewicht gegeben, weil ich bin jetzt nämlich schon wieder voll mit dem scheiß Pelz. Also mit dem, in Anführungsstrichen, scheiß Pelz. Wir sind ja froh, dass wir welchen haben. Ich pack den jetzt mal in den anderen Wolf da rein. Ja, ja, ist okay. Dann, weil ich habe jetzt nämlich 142 Pelz. Deine Schuhe sind kaputt gegangen. Ich weiß, sie sind vorhin beim Kampf kaputt gegangen. Aber ich friere nicht, also es ist nicht eiskalt, sondern nur kalt, von daher, es geht noch. So, da hinten war nämlich noch Argentavis. Dann hole ich mir da nämlich noch ein Supply mit. Ja, aber ich würde sagen, jetzt machen wir mal kurz einen Schnitt und wir sind wieder da, wenn der wieder da ist. Wir sind wieder da, wenn er wieder da ist. Also bis nachher. Bis nachher. Ciao. Da wären wir wieder. Klar läuft immer noch barfuß rum, weil was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Yep. Und ach, Männerschnupfen ist da gar nicht so tragisch. Oh mein Gott, was machst du? Ich wollte dir nur mal was zeigen, hier ist nämlich ein Piranha Level 57. So eine Zähm. Den kann man nicht zähmen. Leider. Genauso wie Schlangen, obwohl ich echt gerne so eine weiße Schlange tämen würde. Hoffentlich machen die das noch rein. Aber ich weiß nicht, was du damit machst. Das ist dann auch so ein Haustier, aber was machen die kleinen Affen? Jetzt ist es auch nur ein Haustier. Das ist, ja, macht auch nicht viel. Ja, Bla und ich haben gerade nochmal gesagt, wie unglaublich genial die Grafik ist von Ark. Mhm. Wie das Wasser sich hier bewegt und die Berge und alles. Und boah, einfach nur schön. Also das haben die richtig geil gemacht. Und da ist natürlich auch kein Wunder, dass Ark so hohe Anforderungen hat. Aber ja, wir können froh sein, was wir für Grafikkarte haben, gell? Ja. Hat aber auch gedauert. Also wir haben erst mit einer lummeligen Grafik gespielt, aber dann haben wir gesagt, nee, das Spiel ist einfach so klasse und das muss man einfach genießen können. Genau, ja. Und man gönnt sich ja sonst nichts. Genau. Ja, Wolf muss jetzt noch einmal essen. Dann gehört er uns. Er ist vom Taming auch wieder ein bisschen nach unten gegangen. Ja, wie gesagt, also ich denke, das ist nur so ein Aushilfswolf, bis wir dann wirklich einen richtigen Vierplar haben, der auch das gleiche Level mindestens hat wie Aurora. Müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht auch die Schwierigkeitsstufe vom Server ein bisschen anheben, dass die Level höher werden. Das Problem ist, dass halt nicht alle so werden, oder das Problem ist ja eigentlich auch gut, weil wenn es nur noch Level, was weiß ich, 50, 70 Viecher rumlaufen würden, wäre ja auch krass, aber die Schwierigkeitsstufe vom Server erhöht ja die Chance auf, oder die Gefahr, je nachdem wie man sieht, dass halt unter den Tieren auch mal einer dabei ist, der ein hohes Level hat. So, willst du jetzt mal was? Der braucht noch 20 Hunger, sag ich mal, braucht er, und dann frisst er was. Hast du dir jetzt einen Namen überlegt? Nee, ich weiß leider nicht noch einen für ein Weibchen. Ich würde sagen, dann gucken wir nochmal in die Kommentare, da standen ja einige drin. Ich habe mir die leider nicht gemerkt. Ich weiß schon zwei Namen, die, wenn wir nochmal zwei Männchen kriegen,
Dann weiß ich schon zwei Namen. Gipfelchen. Gipfelchen? Ja, Hilfe. Wir haben einen Wolf. So. Wie heißt denn eigentlich in echt? Direwolf, okay. Direwolf, ja. So, der hat schon mal ganz wenig Gewicht nur, weil da bin ich... Achso, der hat ja auch Ding drin, der hat ja auch das ganze... Den ganzen Pelz schon drin, den haben wir ja abgelagert, In ihm gelagert. In ihm, genau. Ne, du weißt schon, wie auch immer. Genau. Jetzt würde ich sagen, repariert Bla erstmal seine Rüstung. Dann, holen wir uns die nächsten Tiere, aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Oder in einer darauffolgenden Folge. Mal gucken. Die haben zwei Wölfe. Super cool. Ist doch ein Like oder ein Daumen hoch und ein Kommentar und ein Abo und alles wert. Das ist ganz viel wert. Ja, genau. Ja, doch, das ist ein bisschen dunkler als meine. Ja. Guck, der hat sogar einen schwarzen Streifen. Cool. Ja. Wobei deiner hat auch schwarze Pfoten. Genau. Ja, und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.